Ja, mein Name ist Markus Eggenstein. Ich führe zusammen mit meiner Frau das Lohnunternehmen Firma Plogmarker hier in Selm. Das ist auf der Mitte zwischen Münsterland und Ruhrgebiet. Wir haben 9 Angestellte, davon 2 Azubis. Wir sind in der Wirtschaftsdüngerausbringung tätig, in der Aussaat von Mais schwerpunktmäßig auch noch und in der Heu- und Grasernte, Getreideernte, Maisernte. Und des Weiteren bieten wir Baggerarbeiten, Tiefbauarbeiten an, Gehölzpflegearbeiten über den Winter und Gewässerunterhaltungsarbeiten und sonst weitere kommunale Arbeiten noch. Ja, wir verwenden Schlepper der Marken MF, Fendt und John Deere, Erntemaschinen Klaas und Krone. Und wir nutzen jetzt seit diesem Jahr auf dem Krone einen Sensor, der uns die Inhaltsstoffe bestimmt und TS-Gehalte. Ja, der Häcksler sendet uns diese Daten vom Feld über den Agri-Router, herstellerunabhängig. Und wir verarbeiten diese Daten mit dem Next Farming Portal und können halt über diesen Weg den Kunden halt diese Daten zur Verfügung stellen. Wir haben im Frühjahr den Mais nach Bodenzonengarten ausgesät und können natürlich jetzt dadurch, dass der Häcksler uns diese Daten übermittelt, ziemlich gut sehen, dass was wirklich passiert ist auf dem Acker. Wir können die Erträge sehen, können die Inhaltsstoffe sehen und können diese Daten dem Kunden zur Verfügung stellen, dass er es nutzen kann, um weitere Bodenzonenkarten zu erstellen und mit diesem Daten zu füttern. Der Vorteil ist bei dem System halt noch, dass wir die Telemetriedaten direkt übertragen bekommen über den Agri-Router ins Portal rein und ich kann dementsprechend die Disposition anpassen, kann sagen, der Häcksler hat noch so und so viel Prozent Kraftstofffüllstand, kann meine Werkstatt disponieren und sagen, fahr mal hin, tank mal jetzt, bevor es nachher spät im Dunkeln passieren muss. Also die ganzen Abläufe können einfach geplant und ausgeführt werden. Dadurch, dass wir den Agri-Router nutzen, fällt das Handling der USB-Sticks, die seinerzeit auch mal gerne abhandengekommen sind. Datenformat teilweise nicht passte auf den Sticks, dass erst wieder hin und her geladen werden musste. Jetzt habe ich die Möglichkeit im Büro zu schauen, das Format, passen die voreingestellten Werte, sodass ich störungsfrei die Daten zu der Maschine schicken kann und der Mitarbeiter vor Ort auch arbeiten kann. Es ist durchaus vorstellbar, dass wir im Frühjahr die Maisdrille und den Schlepper damit ausrüsten, damit wir dann, wie gerade angesprochen, die Bodenzonenkarten hin und her schieben können, diesen Aufwand des Stickswechsels halt vermeiden können. Ja. Ja, langfristig wäre auch vorstellbar, bei der Gülleausbringung die Technik einzusetzen in Verbindung mit einem Sensor, Niersensor, dass man dann die Gülleausbringung nach Bodenzonenkarten vollziehen kann und da auch den Datenaustausch über den Agri-Router tätigen kann.